herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Ein Stück Arbeit Garten Podcasts. In dieser Episode lesen wir ein klitzekleines bisschen aus unserem Buch und sprechen darüber, was sonst noch so im März auf uns wartet. Mutterboden zu schippen scheint ein Aufnahmeritus im Kleingartenverein zu sein. Als der Haufen endlich weg war, brachte Nachbar Friedrich ein paar Besen vorbei und half, die letzten Reste aufzukehren. Das ist eine ordentliche Leistung, sagte er anerkennend. Fanden wir auch, als wir unsere Gummiarme und Beine aufs Rad schwangen und nach Hause radelten. Von Stolz erfüllt, todesfertig und völlig verdreckt stellten wir uns unter die Dusche und nickerten beim Tatort ein, was uns nicht zum letzten Mal passierte. Frostige Begrüßung durch die kalte Sophie. Wenig später begingen wir die ersten Anfängerfehler und legten den Grundstein für unser Prinzip des Gärtnerns, Fail Forward. Wir schlugen all die guten Gartentipps in den Wind, säten zum ersten Mal aus und feierten unsere Premiere im Kartoffelnsetzen. Im März alles durchaus angebracht und noch nicht die Fehlerquelle. Vom guten Wetter in die Ehre geführt und, zugegeben, von den ersten Aussaaten in einen grünen Rausch befördert, setzten wir Ende März auch schon die ersten Zucchini- und Kürbispflanzen nach draußen. Viel zu früh, schimpfte meine Mutter schockiert. Tja, und die Pflänzchen reagierten dann auch tatsächlich mit einem Kälteschock. Als die Schönwetterperiode von einigen frostigen Tagen und Nächten abgelöst wurde, kümmerten sie nur noch vor sich hin und streckten schließlich alle Grüne von sich. Habe ich euch ja gleich gesagt, kommentierte meine Mutter, als wir ihr an Ostern von unseren ersten Misserfolgen berichteten, und hakte nach. Jetzt wartet ihr dann hoffentlich bis nach der kalten Sophie? Ja, ha, warten wir. Etwas anderes blieb uns mit Schwung zwei unserer Zucchini- und Kürbispflanzen auch nicht übrig, denn die mussten ja erst einmal wachsen. Wir haben aber auch eingesehen, dass mit den Eisheiligen, die zwischen dem 11. und 15. Mai ihr Unwesen treiben, nicht zu spaßen ist. Nach den ersten schönen Tagen im März oder April können Kaltwetterfronten aus dem Polarkreis noch für Bodenfrost sorgen. Empfindliche Pflanzen, die in mediterranen Gefilden heimisch sind, setzt man deshalb erst nach dem 15. Mai von der Fensterbank ins Freiland und gewöhnt sie im besten Fall vorher an die kühleren Temperaturen. Inzwischen startet bei uns ab Ende April die Eingewöhnungszeit für unsere Anzuchten. Stundenweise wandern sie von ihrem muckeligen Plätzchen auf der innen gelegenen auf die Fensterbank draußen. Anfang Mai dürfen sie dann auch mal eine milde Nacht im Freien verbringen. Wenn wir die Pflanzen dann ins Beet setzen, decken wir sie mit Vlies ab. Das schützt nicht nur vor Kälte, sondern auch vor zu viel Sonne zu Beginn. Sonnenbrand bei Pflanzen, was sich für uns zunächst wie ein schlechter Scherz anhört, tritt öfter ein als gedacht. Durch unsere Altbaufenster bekommen die von uns angezogenen Pflanzen ja nie direkte Sonne ab. Dann gleich die volle Dröhnung Tageslicht zu bekommen, überfordert manches Kleingrün, selbst nach der Umgewöhnungsphase. Sehr zugempfindliche Pflanzen bekommen von uns neben dem Fließdach noch Kragen aus Holzwolle, Rasenschnitt oder sonstigen Mulch verpasst. Übertrieben? Vielleicht. Wenn die Pflanzen dann aber wachsen, als gäbe es keinen Morgen mehr, ist uns das Rechtfertigung genug. Ja, das war eine kleine Kostprobe aus unserem Buch. Ja. Das da heißt, das Leben muss man gießen, Großprojekt Kleingarten, unser Weg zum grünen Glück. Und es erscheint am 8. März, also quasi morgen, endlich. Und wir freuen uns. Ach, das ist so. Und sind erleichtert. Das ist wirklich so ein krasses Gefühl. Also vielleicht habt ihr ja schon mal ein Buch in den Händen gehalten oder also ein bisschen ist das so, wenn man, wir haben ja eine Masterarbeit geschrieben, eine Bachelorarbeit, du hast eine Diplomarbeit geschrieben. So ein bisschen ist das so, wenn man das Ding dann aus dem Druck holt, aber halt so fest gebunden mit, wie heißt das hier, Glitzer hier? Spot-on-Lack. Das ja. ist schon was anderes. Also, so, wir haben das Buch schon seit, total. Wie lange haben wir das Buch jetzt hier liegen, die Exemplare? Seit Mitte Februar. Ja, Mitte Februar. Und haben uns das echt regelmäßig angeguckt und das ist schon, das war schon, ja, es war schon ein krasses Gefühl, die Kiste auszupacken. Vielleicht hast du ein oder andere in Storys gesehen. Ja. Wir haben jetzt ja mal so ein Sneak Preview gemacht, aber ja, es ist doch jetzt nochmal was ganz anderes zu wissen. Morgen kommt das ganz offiziell raus und jeder kann es kaufen und lesen und wow, es ja, ist crazy. Total crazy, wirklich. Und ja, auch so dieses, ne, den Prozess, man
oder wir haben ja die Idee und das Konzept gemacht, das ist ja auch schon gefühlt jetzt, ewig das her. Das ist ja jetzt auch schon fast, und dann, fast 2 Jahre? Genau. Anderthalb Jahre her, das ist auch schon eine ganz schöne Weile. Genau, und dann... Und genau. Das Skript abgegeben haben wir im Frühjahr letzten Jahres. Genau. Was war's? April? Ja, irgendwie Ende April. Also, ja, ist das auch fast ein Jahr her dann, seit wir es abgegeben haben und... Ja, hast du was wieder vergessen, dass wir es geschrieben haben? Nein, Spaß natürlich Nein, nicht, aber... Ja, aber es ist auf jeden Fall cool, jetzt auch nochmal wieder reinzuschauen und zu gucken, was wir da so erlebt haben. Und die Stelle haben wir natürlich nicht von ungefähr gewählt, denn, liebe Leute da draußen, wir möchten haben's euch... noch nicht... Es ist noch nicht so weit für Zucchini, so wie Tomaten. Genau, wir haben einen Appell an euch. Und zwar... Folgender, wir haben gesehen, auch auf Instagram und bei ganz vielen, da geht es schon richtig los und ihr habt schon alles Mögliche auf der Fensterbank und seid schon total dabei. Und wir möchten ja niemanden in seinem, ihrem Tempo da bremsen, aber wir können aus Erfahrung sagen, es macht nicht so viel Unterschied, wenn man jetzt schon was anziehen würde, wie Tomaten zum Beispiel, oder sie später aussieht. Die Pflanzen sind dann eigentlich eher schwächer sogar, wenn man die zu früh aussät. Ja, also wir werden bald, was hatten wir gesagt, ich glaube Mitte März, da werden wir die anziehen und dann werden wir die schön hochpäppeln. Und dann eben nach der kalten Sophie dürfen sie dann raus ins Gewächshaus. Ja. Und dann dürfen sie dort wachsen. Genau, wachsen und hoffentlich viele Tomaten tragen. Genau, und genauso machen wir es ja auch mit Zucchini und Kürbissen. Kürbisse, genau. Also alles, was so viel Wasser hat. In den Früchten meinst du? In den Früchten, also was so feine Zellstrukturen hat. Diese mediterranen Gewächse... Erst ganz nach der genau. kalten Sophie. Den ist sonst ein bisschen zu frisch. Und deswegen, also wirklich mit der Anzucht, das reicht 4 bis 6 Wochen vorher eigentlich. Also 6 Wochen ist gut, falls die Saat ein bisschen braucht zum Aufgehen oder so. Manchmal, wir haben das ja ganz gerne mal bei Chilis oder so. Ja, das ist manchmal. Die kommen ja sowieso ganz früh schon, die haben wir tatsächlich schon ausgesät im Februar. Was bei uns schon auf der Fensterbank steht, sind... Blumen. Massenhaft genau. Blumen. Massenhaft Blumen. Aber vornehmlich sogenannte Cool Flowers, also die man dann auch schon bei etwas frischeren Temperaturen raussetzen kann, denen macht das nicht so viel aus mit den Frösten dann. Also sowas wie Löwenmäulchen oder Levkojen oder so, die können dann ruhig schon raus, bevor überhaupt, bevor die Eisherrigen da waren. Aber ja, wir waren wirklich so, ich meine, ne, wir haben ja auch Bücher gelesen und wir haben mit Leuten darüber gesprochen und wir haben ja selber auch ein bisschen Gartenerfahrung schon mitgebracht, bevor wir den Kleingarten angefangen haben. Aber es war richtig, trotzdem, egal. So ganz warm wollten es ja doch irgendwie nicht. Und es war wirklich für Hamburger Verhältnisse wirklich sehr, sehr warm in dem ersten Frühling. Und dann kam es halt richtig brutal, ne? Ja. Also so... Und da waren wir richtig, ja, auch richtig traurig, weil das ist natürlich so, klar, man kann theoretisch immer Pflänzchen nochmal kaufen, ne? Das ist auch so ein kleiner Tipp von uns für euch, wenn ihr auf der Fensterbank gar nicht so viel Platz habt, dann müsst ihr auch nicht anziehen, sondern dann könnt ihr auch einfach was kaufen gerade so Gärtnereien, die haben oder das oft. Auf dem Wochenmarkt haben manche Gemüsehändler haben auf dem Wochenmarkt ab und an Pflanzen. Genau, gerade so Salat oder man kann die auch fragen, die genau. Sind da ja relativ offen, gerade so diese Demeter-Gemüse-Menschen. Das klappt immer ganz gut und auch so draußen in den Beeten passiert eigentlich auch noch nicht so viel bei uns, das kommt auch erst immer so. Wir lassen uns dann nämlich tatsächlich leiten von dem sogenannten phänologischen Kalender. Das ist die Wissenschaft oder Lehre des Einflusses der Blütezeiten von bestimmten Zeigerpflanzen auf die Entwicklung. Weil es ist ja so, wir sehen das sehen wir unter anderem auch in Social Media, dass ja bei manchen, gerade so im Rheinland, in Köln und so, da ist es ja schon total warm und mild, also wirklich auch nachts mild. Bei uns ist es ja total kalt. Hier noch. Ist auch echt kalt. Und halt tagsüber schon so frühlingsfrisch.
Irgendwie so 10 bis 15 Grad. Manchmal klettert so rauf in der Sonne. Im Schatten ist schon noch ein bisschen kühler. Ja, so bei 5 Grad, ja. Genau, und halt nachts dann echt bis unter Null. Also von daher, da kann man noch nicht gar nicht so viel machen. Und diese Phänologie oder der phänologische Kalender sagt einem dann so, wann, auf welche Zeichen man achten sollte. Weil zum Beispiel jetzt erst sind bei uns die Schneeglöckchen aufgeblüht in vergangene Woche. Und das bedeutet eigentlich, dass erst der Vorfrühling sozusagen beginnt. Das heißt, dann kommt nochmal eine Phase, die nennt sich Erstfrühling und dann erst der richtige Frühling. Das ist für uns auf jeden Fall ein Zeichen, dass die Natur noch nicht so weit ist. Wir warten immer ab oder bemühen uns abzuwarten, dass die Forsythie, dieses schöne gelbe Strauchgewächs, so zumindest so ihre Knospen langsam aufmacht. Und die zeigt dann den sogenannten Erstfrühling an. Das ist dann so der Startschuss für den Garten, also für die Beete eigentlich. Ne? Also ab dann würden wir auch die frühen Kartoffeln setzen. Frühen Kartoffeln aus, genau. Und ab dann würden wir auch aussehen. Ja. Was gehört denn so zu unserer ersten Aussaat? Also was wir zuerst aussehen, ist meistens Radieschen, Salate, Melde, Spinat. Genau. Lustigerweise hat sich die Melde bei uns ja selber ausgesät. Ja, die macht sich selbstständig, genauso auch Amaranth, der sich jetzt auch nur selbst aussät. Die Melde haben wir neulich entdeckt. Wir haben ein bisschen was stehen lassen, eigentlich so über den Winter, falls irgendein Vogel was wollte oder wie auch immer. Und das ist bei einem Sturm neulich mal ins Beet direkt reingeweht. Also das ist dann quasi vom Stängel abgebrochen und dann lag es so auch schön in einer Reihe. Und als dann der Schnee weggetaut war, als wir da neulich diesen Wintereinbruch hatten, danach ist der Schnee ja schön weggetaut, dann haben wir einmal so eine Inspektion der Beete gemacht und festgestellt, da stand schon eine Reihe mini kleiner Melde. Und das Lustige ist, die ist eigentlich rot. Wir haben aber eine, die haben wir auch schon ewig. Wahrscheinlich hat die sich jetzt irgendwie durchgekreuzt mit irgendwas anderem. Sind nicht ganz sicher, wahrscheinlich mit Spinat oder so. Das heißt, wir haben die eigentlich rote hat auch jetzt so grüne Geschwisterchen. Und es schlägt so ein bisschen durch. Und die ist jetzt wirklich das Beet, die Reihe im Beet ist jetzt so ganz bunt. Von rot bis hellgrün. Und ja, die macht das dann da alleine irgendwie. Und dann schauen wir mal, was wir noch dazu geben. Das Gute ist ja, Melde sehen wir eigentlich auch immer mal wieder aus. Also auch immer mehrmals im Jahr, 2 oder 3 Mal sogar geht das eigentlich, weil das wächst noch relativ lang und ist halt wirklich, wächst wie Unkraut. Das ist für viele ja auch Unkraut. Ja. Ne? Also es ist jetzt die Gartenmelde, aber gibt ja noch dieses unkrautige Ding. Ja. Beikraut, sagt man ja. Und schmeckt aber sehr lecker, kann man nur empfehlen. Also ganz, ganz klein essen wir die Melde als so Salatbeigabe. Und in groß kommt es wie Spinat oder in so Wokgemüse oder sowas. Genau. Und weil dann wird es ein bisschen herber. Ja, herber und auch so ein bisschen zäh, also, ja, genau. Ne, also dann, an den Blattrippen so. Aber wenn man es dann kocht, dann wird es halt wie Spinat total, sehr lecker. Genau, und wir machen öfter mal eben so eine Reispfanne oder auch Nudelgerichte und dann haben wir da halt verschiedene Gemüse und unter anderem auch Melde dazu. Und das färbt, das finde ich ganz lustig, es färbt halt alles so rosa-lila, fast ein bisschen so. Je nachdem, was für eine Soße man macht. So Rotkohl-mäßig, ne? Finde ich so ein bisschen. Genau, so ein bisschen, genau. Und also wenn wir das so spinatmäßig machen, dann so ein Rahmspinat, dann hast du danach dann so schön rosa Sahne. Ja, und das ist immer ganz witzig. Das ist ganz witzig, genau. Weil man sich dann auch manchmal so fragt, so huch, was ist denn da eigentlich im Topf? Wieso ist das so dunkel? Und lustig ist auch, wenn man das erntet, ne, das macht ja das färbt ja total die Daumen rot, so. Und das ist ja wie bei, weiß nicht, wenn man Möhren schält oder Walnüsse sammelt oder so, dann hat man ja auch so ein bisschen verfärbte Finger. Genau. Ja, du hast es eben schon gesagt, wann sehen wir Tomaten aus? Da starten wir eigentlich immer so Mitte, Ende März. Ne? Genau, das kommt so immer ein bisschen drauf an. Letztes Jahr waren wir, dank unserem Kleingärtner, ein bisschen später dran mit allen. Mhm. Aber schadet auch nichts. Nee, ist nicht so schlimm. Also. Weil das natürlich, die Herausforderung ist ja immer, genügend Licht den Pflanzen anzubieten. Weil das brauchen die Pflanzen wirklich als erstes. Vor allen Dingen Licht und Wasser. Nährstoffe ist erstmal gar nicht so wichtig. Und Wärme kommt drauf an, aber die brauchen wirklich so eine bestimmte
Die haben halt ihre Anlaufzeit irgendwie. Genau, und wenn dann erstmal die kleinen Dinger sprießen, dann brauchen die wirklich viel, viel Licht. Ja, also das merkt man immer, wenn man so zu viele Pflanzen auf der Fensterbank hat oder auch die so ein bisschen dunkel ist oder so, dann werden die ja immer länger, die Stängel. Ne? Dann so vergeilen die sich. Ja, genau. Das und das bedeutet halt, dass die eben zu wenig Licht haben. Und wenn ihr die dann so raus ins Beet setzen würdet, tut ihr euch nicht unbedingt einen Gefallen damit. Weil das Problem ist oder die Herausforderung ist eben die, naja, die Stängel sind dann einfach schwach. Und dann, also eine Lösung ist, dass man die dann ein bisschen tiefer einpflanzt. Oder einfach anbinden. Dann aber eigentlich tiefer einpflanzen, ja, genau. Auf jeden Fall. Also so bis zur ersten Blattachse. Dann bilden die nicht nochmal Wurzeln und dann haben die richtig einen guten Stand und stehen, können auch genug Nährstoffe aus dem Boden ziehen. Genau. Also wir haben jetzt wieder, wie die Jahre vorher, in der Küche ein altes Iwa-Regal aufgebaut. Und da stehen die ja schön vor der Terrassentür, ja, und freuen sich darüber, dass sie da wachsen können. Und ja. Das geht wirklich ganz gut. Das geht richtig gut. Und wenn wir dann jetzt dann... Man muss sie halt regelmäßig dann drehen, weil die tatsächlich sich dann schon so ein bisschen neigen. Und man kann natürlich nicht, also wir stellen die nur sozusagen erste Reihe. Das Regal ist eigentlich ein bisschen tiefer. Man könnte da bis zur zweiten Reihe, dann muss man dann, das sollen dann schon ein bisschen stärker Pflanzen. Also wir tauschen ja auch durch dann. Also das ist ja dann, hinten die stärkeren Pflanzen. Und dann, weil die, wenn die vorne stehen, dann kriegen sie mehr Power ab und dann gehen die natürlich ab. Und dann werden sie höher und dann irgendwann haben die hinteren kein Licht mehr. Wie es halt so ist auch draußen. Aber da kann man eben dagegen arbeiten. Da muss man halt mal durchtauschen und das machen wir auch regelmäßig dann. Und dann wird das. Die starken kann man auch schon anfangen, ein bisschen an draußen zu an draußen zu gewöhnen. Ja, das ist wirklich so. Also das ist ein bisschen Etappen, unser kleiner Gärtner wird ja bald in der Kita eingewöhnt. Und genauso läuft das auch mit den Pflanzen. Stimmt, die dürfen immer so eine halbe Stunde raus, dann dürfen die eine Stunde raus, dann mal schon auch mal den ganzen Tag. Also es ist ja jetzt nicht so, als würden wir mit der Stoppuhr daneben stehen. Nee, aber manchmal ist das schon draußen was irgendwie frisch oder zu oder sowas, dann holt man die halt wieder rein. Ja. Nicht, dass die dann den Schock ihres kurzen Daseins bekommen. Total. Ja, und das ist total wichtig, weil gerade hier in Hamburg und je nachdem, wo man so wohnt, wo ihr so wohnt, wenn es halt windig ist, das können die auch erstmal gar nicht ab, weil das sind die ja von drinnen überhaupt nicht gewöhnt und dann kommt auf einmal so ein Zug und dann kippen die manchmal alle um. Ja, knicken und dann, ab oder so. Das ist natürlich auch ärgerlich. Dann wollen die auch manchmal nicht mehr sein. Das ist echt ein bisschen ärgerlich. Also von daher schön ruhig geschützt und ein bisschen, geduldig sein. Das ist immer das Stichwort. Und ja, das ist sozusagen das Geheimnis dahinter. Ja. Und ich weiß noch eben, meine Mutter, wie die uns angeguckt hat, so von wegen, ihr seid ja völlig crazy. Aber gut, ne? Ja, man wächst mit seinen Fehlern oder so irgendwie hieß genau. Wir failen forward, so sagen wir. Und das schön. Erfolgreich. Das erfolgreich, genau. Also wir losen uns davor. Nee, also so schlimm ist es nicht, ne? Aber also es ist ja auch nicht, das ist ja auch nicht Weltuntergang oder so. Wenn wir eben merken, irgendwas klappt nicht, dann ist es eben auch nicht so. Ja. Dann machen wir es jetzt auch nicht auf Teufel komm raus. Ist manchmal natürlich traurig mit Tomaten oder so, weil das wollte ich vorhin sagen. Klar, man kann Pflanzen kaufen, aber nicht alles gibt so zu kaufen. Also es gibt auch nicht alle, meistens gibt nur, wenn überhaupt, eine Zucchini, eine Kürbissorte oder so. Und wenn man dann eben natürlich Baumarkt geht, da verschiedene Sachen haben will. Zwei Zucchinis, irgendwie Tiger und Nicht-Tiger. Mhm. Dann eben, wie du sagst, Kürbis, Tomaten sind es irgendwie drei, vier Sorten, wenn es hochkommt. Ja. Und das war's dann. Und na gut, gibt noch ein paar andere Sachen, aber ja, richtig so die tollen Sachen, coolen Sachen gibt es da nicht. So irgendwie eine Prinz Czerny oder so irgendwas. Oder irgendwelche. Da sind wir ja ganz gespannt. Wir wollen ja dieses Jahr total in die Freilandtomate auch gehen. Unsere Schritte wagen sozusagen mit der Freilandtomate. Also genau, da haben wir so ein paar Sorten bestellt, die erhoffen wir uns viel von. Geeignet sind, genau, da erhoffen wir uns einiges von. Vor allen Dingen auch wirklich so unterschiedliche Reifezeiten. Das finde ich ja wirklich faszinierend, weil wenn man mal so ganz ehrlich sagt, wenn man halt so wie wir früher
viel im Supermarkt einkauft, da gibt es ja immer Tomaten. Selbst im Biomarkt gibt es immer Tomaten das ganze Jahr über so. Weil natürlich, dadurch, dass die Nachfrage immer da ist, ist auch das Angebot immer da. Es ist aber so, wenn man ja mal gärtnert, dann merkt man halt so, eine Tomate hat eine wirklich, also in Deutschland oder eben, ja, ich sag mal so Kontinentaleuropa, ja eine relativ kurze Reifezeit. Ne? Also in Südeuropa, also keine Ahnung, Südfrankreich, da waren wir auch schon im Urlaub, das ist natürlich viel früher da und geht auch viel länger unter Umständen, kommt ein bisschen drauf an. Und Spanien sowieso, aber halt so hierzulande und in der Gegend, das ist natürlich recht begrenzt. Ja. Und da retten wir uns ein Stück weit, indem wir halt verschiedene Sorten anbauen, die wo wirklich welche ganz früh sind und welche eher spät reifen. Und das kann man eigentlich ganz gut dann so ein bisschen steuern. Das machen wir auch mit, zum Beispiel mit Kartoffeln. Da haben wir auch 3 unterschiedliche Sorten. Jetzt haben wir sogar 5. Wir haben noch mit meiner Schwester getauscht. Die haben dann unterschiedliche Reifezeiten, ne? So. Das heißt, du kannst halt dann eine Kartoffel irgendwann stecken jetzt im März und dann ist die nach 60 Tagen oder die anderen gehen halt bis zu 120 Tage, glaube ich, bis die Reifung ist sozusagen. Das heißt, da hat man das wirklich so verteilt und die Späten sind meistens auch sehr gut lagerungsfähig. Das heißt, da kommt man echt gut durch den Winter. Genau, gut durch den Winter. Also in unserem allerersten Jahr sind wir tatsächlich bis zum nächsten Frühsommer damit gekommen. Also dann war halt schon... Bis zur nächsten Ernte war es. Also wir hatten dann, ich glaube, wir haben die... Letzten haben wir eingepflanzt dann nochmal. Ja, genau. So irgendwie, meine ich mich zu erinnern. Das ging dann eigentlich so ineinander über, das stimmt. Also so kann man das ganz gut die Saison weiterziehen, ne, mit unterschiedlichen Sorten. Lustigerweise mit Himbeeren funktioniert es auch total gut und mit Erdbeeren auch. Da gibt es auch ganz unterschiedliche und auch so ganz unterschiedlich reifende Sorten, die natürlich auch dann mal sind die größer, mal sind die kleiner, mal sind die bei Himbeeren zum Beispiel gelb oder so. Also da gibt es auch tolle Sorten. Also da lohnt sich das Stöbern mal im Saatgut- und Pflanzkatalog. Und was das auch gut geht, ist mit Salaten. Ja, bei Salaten ist es ja so, genau, da gehen wir sogar relativ früh schon los. Das würden wir jetzt tatsächlich bald schon mal angehen, dass wir gucken, dass wir die ersten schon in so ein bisschen geschütztere Beete sehen. Und dann geht es wirklich auch rund ums Jahr. Jetzt gerade ernten wir, können wir bald ernten, Feldsalat. Der ist jetzt soweit und haben bis vor der Schneeattacke haben wir noch fleißig Rucola geerntet. Sorry, nicht gesät. Was war das vorne? War das Endivia? Mhm. Endivia hat noch, genau. Und so ein Radicchio. So ein crazy, ganz feinen Radicchio, der mega gut schmeckt. Ja, der lebt auch noch. Mhm. Also da ist tatsächlich ein bisschen was weggefroren, bei den Endivien auch ganz schön viel durch den Schnee. Und es hat auch nicht viel gebracht, den Schnee wegzumachen, weil da kam immer neuer Schnee. Und es war einfach auch, also der ist dann halt auch... Es war auch sehr kalt im Garten. Ja, es war einfach also kalt, der ist einfach, die Blätter sind einfach verfroren. Und da ist es aber so, da haben wir dann die neulich mal diese Reste draußen rum mal weggemacht und die Herzen sozusagen stehen lassen. Und so kann man ganz gut eigentlich Salat auch über längere Zeit haben, weil der sich dann immer wieder aufrappelt irgendwie. Ja. Genau, also da können wir noch ein bisschen was von ernten. Irgendwann schießt der natürlich auch und fängt an zu blühen, aber dann haben wir schon wieder den neuen Frühlingssalat sozusagen. Also so läuft das eigentlich bei uns in so einem Circle of Salad Life. Und man kann auch eben, wenn man eher, also nicht so der Pflücksalatmensch ist, sondern lieber Köpfe haben möchte, dann kann man auch, wenn man den anzieht, in seinen kleinen Töpfchen lassen und dann nicht alles auf einmal auspflanzen, sondern so nach und nach die in die Beete pflanzen. Und wenn einer rauskommt, dann den neuen wieder reinpflanzen. Also ja. Und dann hat man immer wieder neue Pflanzen. Also das geht eben auch. Ja, indem man nicht umtopft dann. Genau. Ja. Wir ernten eigentlich so ab April jede Woche Salat frisch und haben dann irgendwie immer so 2-3 Mal die Woche Salat. Also wir essen nicht nur Salat dann, sondern den essen wir natürlich als Beilage zu irgendwas. Genau. Also wir sind jetzt keine, keine Schlecken oder was. Genau. Also da darf dann schon gern irgendwie mal so eine Käsestulle dabei. Ja. Oder halt auch so, ja, keine Ahnung, zu Pasta oder zum Grillen oder so, ne? Also wirklich ganz verschieden. Ein kleiner Beilagensalat mit allem. Lustig, da kleine Episode oder Anekdote. Es ist ja so, du kommst ja aus dem Schwabenland. Jo. Und da ist es ja so, wenn man da irgendwo essen geht, dann bekommt man da auch ganz oft so einen klassischen Beilagensalat. Und ich kenne ihn halt so aus Norddeutschland, da ist dann halt so ein Eisberg oder was auch immer und eine richtig süße Soße, meistens halt so eine
ja, so eine Zuckersoße drauf. Irgendwie. Also es schmeckt halt zuckerig, ne? Zuckrig. Oder manchmal ist es auch so eine Joghurtsoße. Ja, und bei uns macht man das so. Da ist Kartoffelsalat drauf, ja. Da ist Krautsalat drauf, ja. Da ist Möhrensalat drauf, ja. Da ist grüner Salat drauf. Meistens so Feldsalat ist manchmal, Feldsalat, je nachdem, welche Jahreszeit. Genau. Ich glaube, ein bisschen Tomätchen ist mit drauf. Und dann so Vinaigrette. Genau, eine Vinaigrette. Und ja, hat man vor allem etwas. Ordentlich. Also das ist so lustig, weil wenn man dann irgendwie denkt, man bestellt sich ein ordentliches Essen und dann kommt erstmal der Beilagensalat vorweg. Und dann denkst du schon so, puh, da bist du schon ganz schön satt, weil gerade so der Krautsalat oder halt auch der, na klar, der Kartoffelsalat, wobei der natürlich nicht norddeutsch mit Mayo ist, sondern süddeutsch, ne? Auch mit schön so einer Brühe. Genau, das heißt, der ist dann auch nicht so schwer, ne? Aber es ist trotzdem ordentlich. Also für einen Salat, wenn du nur denkst, du isst da ein paar Blättchen grün und dann auf einmal ist da ein halber Kartoffelsalat, das ist schon ordentlich. Finde ich ganz aber witzig. So ist das bei uns. Ja, und könnten wir dann wohl auch machen. Also irgendwann sind ja die Kartoffeln dabei. Und dann, wir hatten es ja vorhin von den Pflanzen, die sich so aussehen. Mittlerweile ist es so, dass wir auch so 2-3 so Wanderkartoffeln haben. Ja, wir haben so häufig schon ich nenne es jetzt mal wilde Kartoffelpflanzen. Ja, so, so lustig. Die dann irgendwie auf einmal, also wir haben ja im Garten einiges an Erde hin und her gekarrt, so. Also so das, was mal das Kartoffelbeet war, ist jetzt mittlerweile zu unserem Inselbeet geworden. Genau, zum Teil. Ist zum Teil im Inselbeet. Und dann hatten wir letztes Jahr im Inselbeet auf einmal 2 Kartoffelpflanzen. Und, wir haben ja öfter mal so freakige Kartoffeln und die sind natürlich immer bunt. Und wir haben festgestellt, diese dunklen, lilanen Sorten, die sehen, haben fast die Farbe der Erde von außen. Ne? Die haben ja natürlich auch so eine Schale, die so ein bisschen gräulich ist. Und innen drin sind die ja so saftig lila dann. Ne? Und die sind ja fast schwarz außen, ja, genau. Voll krass. Also, und das, also wir haben, da wir einen dunklen Boden haben, oder die der Mutterboden, den wir da damals bekommen haben und es auch mit Kompost eben angereichert haben, der ja auch dunkel ist, das ist so schwer, die da drin zu finden. Und dann pappt da noch die Erde da dran und dann denkst du, du hast einen Erdklumpen in der Hand. Oder purzelt ihr durch die Finger. Das ist, ja. Also beim nächsten Mal müssen wir ein Wurfsieb nehmen, glaube ich, wenn wir die haben, um Kartoffeln zu ernten. Ich bin gespannt, wo wir dieses Jahr wieder welche finden. Absolut. Was steht sonst noch an? Was steht noch an im Jahr? Für unsere 2 Hochbeete, genau, wollten wir Deckel machen, dass wir da auch Frühbeete haben. Ja, das ist einfach gut, dann wächst erstmal schon was Gestützter an. Genau. Und da kann man ja direkt aussehen rein und eben gerade so Spinat, Radieschen, das freut sich eigentlich immer dann. Genau, und wir hatten mal schon Deckel dafür, für die Hochbeete mit Frühbeetaufsatz. Das waren so alte Fenster und die waren echt sehr schrottig. Das war keine große Freude. Nee, da haben wir den ganzen Lack im Beet gehabt und das war echt nicht schön. Das haben wir dann tatsächlich mal gesiebt auch. Genau, das haben wir dann nochmal gesiebt und so. Das war echt ärgerlich. Und jetzt wollen wir einfach nur Rahmen machen und wahrscheinlich dann die Doppelstegplatten nehmen oder so. Müssen wir mal gucken, was wir noch so da haben. Aber eben. Aber einfach nicht mehr ganz so alte Fenster. Genau, auf jeden Fall. Dann. Und wir werden wahrscheinlich noch ein paar DIYs machen, je nachdem, wie viel wir so schaffen, mit einem Kleingärtner am Start. Ja. Und ein bisschen weitergehen mit unserer Kräuterspirale / unserem kleinen Teichbiotop. Da schauen wir auch mal, wie weit wir kommen. Wir haben jetzt unseren Weg fast fertig, endlich nach 1000 Jahren. Und der ist so, was wir da ausheben und nicht mehr brauchen, das kommt sozusagen... Daraus wird dann der Teichrand, also damit schütten wir oder schichten wir auf, um uns nicht so tiefe Buddelei aufzubürden beim Teich selbst. Also anders gesagt, ist Basis für unser Vorhaben dort. Ja, da sind wir mal gespannt, wie weit wir kommen, weil tatsächlich ist uns aufgefallen, also mit so einem fast einjährigen Assistenten der an allem Interesse hat, das ist schon lustig, weil also der fängt schon an dann auch, also neulich haben wir eben da nach dem Schnee so ein bisschen Beete abgeräumt und dann der Kleingärtner hat auch Beete ausgezogen aus dem Beet und in die Schublade geworfen, fand er schon spannend. Fand er super und hat dann irgendwann angefangen, die ganze Erde so händchenweise dann rüber zu schmeißen, auch in die Schubkarre und überall hin. Und es war sehr witzig, bloß ich habe so gedacht, oh Gott, nicht, wenn man dann halt aussetzen will, tatsächlich ein paar Pflanzen und dann rupft er die immer am anderen Ende wieder raus. Nee, das ist ja katastrophal. Nee, da muss er dann in der Zeit dann muss er was betreut werden. Genau.
Und das ist eben schon eine Umstellung. Also wir haben vorher immer so alles zu zweit durchgerockt und jetzt mit, und dann eben hatten wir ja den Kleingärtner als Baby immer dabei, halt auf den Rücken geschnallt oder vor den Bauch geschnallt, in der Manduka. Und das hat ja total gut funktioniert. Und jetzt, seitdem der so aktiv ist, laufen kann oder rumrobben kann, will der halt auch nicht immer nur hinten dran hängen, der will dabei sein. Erleben, so. Und live, alles machen. Mittendrin stehen und genau, dabei. Alles machen. Also am glücklichsten war er neulich, als er dann seine kleine Schaufel, also eine Pflanzkelle hat er dann gekriegt und dann durfte er da rumrutschen. Genau, und hat dann da ein bisschen rumgestochert. So. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man ihm irgendwie immer so Aufgaben findet, wo er dann die Dinge machen kann, die wir auch machen, also uns irgendwie nachmachen kann, aber halt das nichts, also so Kartoffeln setzen, Kartoffeln ausbuddeln. Das natürlich nicht. Das natürlich nicht. Deswegen, also das ist so die Herausforderung. Wir merken, dass wir halt in dem, was wir uns so vornehmen, also viel, 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 viel langsamer sind, weil es einfach einer von uns meistens zuguckt mit dem Kleingärtner und der andere dann macht, der die andere, es ist auch okay, ne? Das ist in Ordnung, natürlich, klar. Genau. Aber es ist eine Umstellung. Ja, ich denke auch mal, dass wir für diese Kräuterspirale werden wir auch noch mal ein paar Leute fragen, ob sie uns nicht helfen wollen. Also das ein paar Grabebillige. Ein paar Grabehelfer oder so. Mal gucken. Also wir haben ja so ziemlich alles so ziemlich allein gemacht. Für ein paar Dinge hatten wir auch Hilfe. Aber das ist ja unser Zweierprojekt, dieser Garten. Und wobei es echt manchmal auch toll ist, wenn man da so Unterstützung hat, dann geht nämlich alles viel, viel schneller. Absolut. Ja. Und was wir uns ganz toll vorgenommen haben, jetzt ist unser Rosenbeet neu zu machen. Ja, so genau. Toll. Und da geht es endlich weiter. Wir hatten im vergangenen Jahr im Herbst so ein Beet neu angelegt. Wenn wir alle anderen Beete umgebaut. Bed of Roses. Ja, also ja. Wenn wir alle anderen Beete umgemodelt haben und dann haben wir eben, genau, wie du sagst, ein Beet angelegt, nur für die Rosen und alle Rosen. Fast alle Rosen, die halt verstreut waren, die noch keinen festen Platz hatten. Genau. Wo wir immer ein bisschen unglücklich waren, dass sie da stehen, zusammengesammelt. Auch so kleine Röschen, weil Libana auch irgendwie zugewuchert. Und es wäre ja Verschwendung gewesen dann. Und eben, die stehen jetzt alle in einem großen Beet vorne, dass jeder, der vorbeikommt, sie sehen kann. Und total. Und da wollten wir dazu pflanzen, weil Rosenbegleiter sollten ja klassischerweise Pflanzen sein, die erstens irgendwie blau blühen, das sagt man ja so, weil ja diese blauen Töne eben oder lila Töne in Rosen eben nicht vorhanden sind. Ne? Ihr könnt ja Rosen in ungefähr allen Farben haben, aber eben so Richtung blau, lila geht es halt nicht. Also so, es gibt so ein paar Rosatöne, die so leichte Blaustiche haben, aber ganz, ganz wenig. Die meisten blauen Rosen sind gefärbt. Genau. In der Regel sind die gefärbt. Und wir haben dazu Katzenminze gesetzt jetzt im Herbst und wollten dann nochmal gucken, was sich so anbietet. Und da haben wir uns zusammengetan mit dem holländischen Bio-Stauden- und Blumenzwiebelanbieter, Natural Bulbs heißen die. Und ja, wie schon gesagt, da kann man Blumenzwiebeln bestellen aus nachhaltiger Produktion. Die arbeiten zusammen, also sie sind quasi der Online-Zwischenhändler. Und sie haben irgendwie mehrere Betriebe, mit denen sie zusammenarbeiten, die biozertifiziert sind. Und die haben Blumenzwiebeln, klassisch, also Tulpen und alles Mögliche. Das kauft man dann ja beim Herbst. Und sie haben Dahlienknollen, Anemonen, Gladiolen, alles Mögliche. Gefühlt alles, was schön ist. Also gefühlt alles, was schön ist. Ja, wirklich, das stimmt, das ist gut. Und eben dazu ein paar Stauden, Gräser und auch so ein paar Saatgut-Tütchen, je nachdem, was sie dann so, was dazu passt, ne, zum Sortiment. Und da haben wir jetzt haben wir ein bisschen was geordert und sind schon ganz gespannt. Es wird dann irgendwie ab Mitte März wird verschickt. Also die haben immer so zwei große Versandzeiträume, einmal Mitte März und einmal im Herbst dann, genau, wo man dann einfach diese Zwiebelchen fürs nächste Jahr, also Narzissen, Tulpen, Allium, alles Mögliche. Das andere, was halt schön ist. Genau, das andere, was schön ist. Das kann man dann im Herbst haben. Und die sind total nett. Wir folgen denen auch auf Instagram. Und
jetzt haben wir eine kleine Kooperation. Und von der könnt ihr auch was abhaben. Und zwar haben wir einen Code, den werden wir auch nochmal in die Shownotes packen. Und der Code heißt ein genau. Stück Arbeit 5. Also ein Stück Arbeit natürlich. Mit UE. Genau. www.fluege.de. Kommt mir gerade so vor, oh Gott. Da könnt ihr 5 € sparen bei eurer Bestellung. Genau, bei eurer Bestellung. Und ihr könnt, der Mindestbestellwert muss 15 Euro betragen. Ihr habt aber relativ schnell auch Versandkosten. Da ist man ziemlich schnell bei 15 Euro. Genau. Und ihr habt auch relativ schnell freie Versandkosten. Ich glaube, ab 30 Euro Bestellwert spart ihr euch die auch. Das ist total gut. Und ihr könnt eben diesen Code einlösen bis September. Bis Ende September. Und also wir finden die ganz toll. Die Zusammenarbeit hat gut geklappt bisher und die Bestellung war auch schon ging reibungslos. Und jetzt dürfen wir übernächste Woche mal auspacken, was da alles so kommt und sind schon ganz gespannt. Und wir haben uns vor allen Dingen Stauden bestellt, weil aktuell da ja noch diese Läden geschlossen sind. Oder bisher waren, haben wir nicht so tolle. Also es gibt ja gerade keine Möglichkeit, richtig Stauden zu kaufen. Also ihr könnt natürlich immer online kaufen. Aber jetzt haben wir halt einmal da bestellt und dann noch bei einem anderen Anbieter und sind jetzt mal gespannt. Weil es eben in Norddeutschland gibt es halt nicht so viel, wo man jetzt wirklich was Tolles bestellen kann in so einer Bio-Qualität. Von daher sind wir da ganz froh, so einen Anbieter gefunden zu haben, der halt so... ist eine gute Alternative und vor allen Dingen ist ja so, Holland finde ich immer ganz lustig, ist ja zum Beispiel bei uns, wir haben tatsächlich auch in Süddeutschland was bestellt und das ist ja so, Süddeutschland ist für uns weiter weg als Holland. Also wenn die Ware in Holland angebaut wird und hier rüber geschifft wird, ist es deutlich kürzer, als wenn sie jetzt irgendwie in Bayern oder in Baden-Württemberg. Am Bodensee. Ja, ist so. Ja, ist ja leider so. Aber wir sind ganz gespannt und halten euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden, wie sich diese Pflanzen entwickeln. Gekauft haben wir total schöne Sachen. Und zwar ein paar Gräser. Ja. Und dann haben wir noch verschiedene Salbeipflanzen gekauft. Und das Ding ist ja, natürlich ist uns wichtig, dass die immer quasi auch regional oder so irgendwie alte Sorten sind, die sich hier heimisch fühlen. Gerade bei so Stauden merkt man aber, selbst in Hamburg muss man so ein bisschen gucken, dass die auch mit Trockenheit zum Beispiel ganz gut zurechtkommen, sodass wir uns jetzt entschieden haben, da auf Salbeisorten zu setzen, so ein paar. Also das eine ist so ein Wiesensalbei, der ist relativ heimisch, sage ich mal so. Und das andere ist tatsächlich so eine südamerikanische Art. Der sieht ganz toll aus. Der ist so dunkel. Der sieht richtig toll aus. Und ihr werdet das sehen dann. Genau, da gibt es dann Fotos. Und in so eine Verbene, also so ein patagonisches Eisenkraut haben wir auch und noch Prachtkerzen. Das sind ja weiße, weißblütige Pflanzen und die sind uns mal... da waren wir in meiner Heimat. Ja, das war toll. In Heilbronn, da gibt es so einen kleinen botanischen Garten. So einen botanischen Obstgarten. Botanischer Obstgarten, entschuldige, ja, so ganz heißt toll, das. Halt mit so und die haben ganz viel so alte Sorten und Pflanzen und da haben sie eben auch so einen Bauerngarten und da hatten sie das stehen und das sieht ganz toll aus. So sieht aus, weiß nicht, die Blätter sehen ein bisschen aus wie bei so Lilien. Und dann haben die aber so ganz lange, weiß ich nicht, 1,50 Meter hohe, wie so Angeln, so dünne Leinen, die da durch die Gegend ziehen und da sind dann ganz viel diese kleinen weißen, weiß, leicht rot. Ja, so rosa geht's. Weiß bis rosa. Gefärbten Blüten dran und das sieht so toll aus, so luftig und aber trotzdem ganz voluminös auch dadurch und herrlich. Also es war echt toll. Also wir sind ja durchgelaufen und dachten so, wow, was ist das? Das wollen wir auch. Ja, total. Jetzt haben wir es. Und genau, der Grund ist, warum wir das gekauft haben, ist auch, weil wir es glauben, dass es ganz schön aussieht, eben auch eben weiß, sieht ja auch toll aus zu so Rosen. Ein paar von den Rosen blühen auch so weißlich. Genau, und diese Prachtkerze, die steht dann sozusagen mit dieser filigranen, ätherischen Optik halt dann neben diesen vollen Rosen. Also da sind wir schon ganz gespannt, wie das so optisch aussieht hinterher. Und dazu, weil wir ja in Schnittblumen machen möchten dieses Jahr, haben wir uns dann noch so ein paar Zwiebeln ausgesucht. Und zwar sind das, auf Deutsch heißt das Sterngladiolen.
Und die sind so in der Mitte ganz dunkel, fast so blutrot oder so. Und außen dann weiß. Und diese Sterngladiolen haben immer so, das geht auch so eher fedrig, sieht das dann aus. Also mal nach rechts, mal nach links, mal nach rechts, mal nach links. Also es ist mehr so abwechselnd, nicht ganz so gestaucht irgendwie. Und so ein bisschen, ist auch, glaube ich, eine andere Klasse. Dies, das, Bio. also der Name ist ganz anders, der botanische Name. Deswegen heißt es, also wird wahrscheinlich irgendwie verwandt sein, aber nicht so eng mit der eigentlichen Gladiole, die ja so... Wir werden euch die 5, 6 Pflanzen, die wir uns da ausgesucht haben, auf jeden Fall in die Shownotes einmal reinschreiben, reinnotieren für diejenigen, die es genau interessiert und die es nicht erwarten können, zu sehen, wie das aussieht. Ja, genau. Da könnt ihr dann schon mal nachschauen. Sehr cool. Ja, das ist so das. Da warten wir drauf, dass die Sachen ankommen und dann, dass wir sie einsetzen können, einpflanzen können und freuen uns da auch ganz doll drauf. Und ansonsten haben wir uns für März vorgenommen, ja, unser Buch zu promoten. Genau. Es ist ja nicht so einfach. Wir haben da neulich mit dem Verlag drüber gesprochen. Es ist ja so, normalerweise in normalen Zeiten ist es so, Buch kommt raus. Wenn das Thema nicht ganz langweilig ist, macht man dann mal eine Lesung. Das ist mal in einer Buchhandlung, mal, weiß ich nicht, bei irgendeinem Floristen oder Floristin im Geschäft oder was auch immer. Also Buchmesse. Genau, oder auf der Buchmesse. Gut, dahin zu kommen ist schon ja, next oder level. Am Stand aber, oder so genau. Oder, aber man hat ja dann so ein bestimmte Möglichkeiten, auch so mal zu gucken oder dann halt mal so einen Büchertisch auf irgendeinem Markt zu haben oder wie auch immer. Und das ist eben ist alles nicht. Überhaupt nichts. Also wirklich gar nichts. Wenn jetzt dann die Buchhandlungen wieder aufmachen, dann ist immer noch die Frage, machen die dann wirklich schöne Tische, so wie man das sonst kennt, dass die dann halt da ja auch Blümchen hinstellen oder ne, mit Ostern ist ja bald, dann mit so Osterhäschen oder was auch immer. Also so eine Deko-Geschichte wird es, glaube ich, nicht geben dieses Jahr. Also es ist also schon echt ist so ein bisschen wirklich, dieses ja, Jahr also nicht ideal. Startet gedämpft sozusagen, aber ich glaube es wird trotzdem gut. Ja, und um das so ein bisschen abzufangen, hat sich der Verlag auch was ganz Tolles ausgedacht. Da könnt ihr euch schon mal den 22. April für merken. Da werden wir nämlich um 19 Uhr, das ist ein Donnerstag, und dann werden wir abends um 19 Uhr eine kleine, also Lesung ist es nicht, ist eher eine Buchvorstellung. Genau. Da werden wir so ein Facebook Live ist das im Prinzip. Und man kann es aber auch später noch nachgucken. Und dieses Event ist dann so, dass wir dann da so ein bisschen aus dem Buch vorlesen, ein bisschen was erzählen zur, ja, so wie die, Buch, wie die Dinge da so entstanden sind, die da so entstanden sind und die dann so ins Buch gewandert sind. Und da könnt ihr auch eure Fragen stellen. Und zwar könnt ihr da beim Heine Verlag mal schauen, auf Instagram oder Facebook. Die rufen dann auf und dann könnt ihr eure Fragen stellen und ihr könnt auch uns natürlich über Instagram oder über den Blog auch Fragen zum Buch stellen. Also da freuen wir uns natürlich auch sehr, 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 wenn ihr da irgendwie Rückmeldungen habt oder eben noch was genauer wissen wollt oder euch so ein bisschen fragt, was so passiert in diesem Buch. Also es ist ja im Prinzip unsere Geschichte in unserem Kleingarten, wie wir eben aus diesem Stück wilder Wiese, das wir übernommen haben, mehr oder weniger. Das geschaffen haben, was wir jetzt, genau, das, wo wir uns jetzt aufhalten. Genau, wo wir uns wohlfühlen. Und da sind so verschiedene Begegnungen im Garten mit drin, mit unseren Nachbarn und Nachbarinnen. Und ja, verschiedenen Personen auch so im Vorfeld, wie wir überhaupt so einen Garten bekommen haben. Und ja, was wir so vom Garten gelernt haben auch. Aber mehr, dann mehr das wollen Buch wir gar lesen. Nicht verraten, genau. Also, merkt euch den 22.04. 19 Uhr. Wir werden es bestimmt noch das ein oder andere Mal erwähnen. Und ja. Das war's für heute von uns. Wir wünschen euch einen wunderbaren Start in die Gartensaison und in den März weiterhin und hoffen, wir hören von euch oder lesen von euch entweder auf dem Blog unter www.einstückarbeit.de oder über Instagram @einstückarbeit
und sagen ciao, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.